Die Polizei im US-Bundesstaat North Carolina hat dieses Video von der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charleston veröffentlicht. Die Aufnahmen wurden aus einem Polizeiwagen aufgenommen, der das Auto von Dylan Roof im Ort Shelby in North Carolina anhielt. Mehrere Autofahrer hatten Roof in seinem Fahrzeug erkannt und die Polizei angerufen. Der Polizeibeamte Shane Davis informiert seine Kollegen telefonisch über einen Augenzeugenbericht. Called a friend of mine and said that she was behind the car matching the description of the Charleston killer. It had a South Carolina tag on it, white male, early 20s with a bowl haircut. Der 21-jährige Dylan Roof ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wird verdächtigt, am 17. Juni in einer Kirche in Charleston aus rassistischen Motiven 9 Menschen getötet zu haben.